Ein Tesla mit einem eingebauten Verbrennungsmotor und einer Reichweite von 1500 Kilometern. Das hört sich spannend an, hat sich auch mein Kollege Philipp McAllister gedacht. Denn hier handelt es sich nicht um einen klassischen Hybrid mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor, sondern um ein neues Antriebssystem, erfunden in Vorarlberg. Wie ein Unternehmen aus dem Ländle am Auto der Zukunft schraubt. Ich will nach Hause. Tag 4 meiner Elektroauto-Woche quer durch Österreich. Heute geht es für mich von Salzburg nach Vorarlberg. Über die deutsche Autobahn sind das knapp 340 Kilometer. Um für die weite Strecke aufzuladen, fahre ich zu einer Schnellladestation. Schnellladen ist zwar immer teurer, aber es spart Zeit. 125 kW. Aber da steht nirgendwo, was das kostet. Auf dem Display sehe ich nur, wie lange ich schon lade und den aktuellen Akkustand von meinem Elektroauto. Doch wie sehe ich, wie viel meine Ladung tatsächlich kostet? Brauche ich die App dazu, dass ich mir Preislisten hole? Verstehe nicht. Um sicher zu gehen, überall laden zu können, sollte der geübte Elektroautofahrer Ladekarten von mehreren Anbietern besitzen. Eine einzige Ladekarte, die bei jeder Station funktioniert, gibt es nämlich nicht. Ich habe, wie schon bei meinem ersten Elektroauto-Abenteuer vor 2 Jahren, eine Smartrix-Ladekarte. Smartrix ist einer der größten österreichweiten Ladesäulenanbietern. Einmalige Aktivierungsgebühr 20 Euro. Ich habe den Tarif ohne Grundgebühr gewählt, darum ist das Laden etwas teurer im Vergleich zu einem Tarif mit einer Grundgebühr von ca. 40 Euro pro Monat. Wie viel die aktuelle Ladung kostet, sehe ich trotzdem nicht. Ich bin jetzt weder Programmierer noch ein Techniker, aber das kann doch nicht so schwer sein, wenn man da angezeigt wird, wie lange ich lade. Kann es wirklich nicht so schwer sein, wenn ich mit meiner Karten, wo man weiß, okay, ich habe diesen und diesen Tarif, dass ich die das kenne, und dann wird mir der Tarif angezeigt und die Summe, die ich da reinlade. Ist das so schwierig? Offenbar ja. Denn obwohl ich mehrfach bei Smartrix nachfrage, bekomme ich keine konkrete Antwort darauf, ob eine Preisanzeige in naher Zukunft geplant ist. Einzig: Ihre Ladekarte haben Sie bei Unternehmen X, laden werden Sie aber großteils bei Unternehmen ungleich X. Das heißt, ein Datenaustausch ist systemseitig nicht nur nicht möglich, sondern auch datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Darum sehe ich frühestens nach der Ladung, wie viel das jetzt gekostet hat. Hier war mein Auto 27 Minuten am Strom angesteckt. Gekostet hat das am Ende 25,34 Euro. Damit schaffe ich es nach Vorarlberg. In der Hotelgarage gibt es eine Ladestation von den Vorarlberger Kraftwerken. Die VKW sind Partneranbieter von Smartrix. Ich sollte hier also laden können. Zusätzlich habe ich mir die Station im Hotel reservieren lassen. Kann also eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder? Achten Sie auf den Tarif. Was? Gesperrte Karte. Es ist nicht euer Ernst. Die Service-Hotline muss mir helfen. Manuela, vielen Dank. Wir hören uns, wenn ich das nächste Mal wieder im Lande bin. Ebenfalls, danke, danke, ciao. Das ist interessant, ich rufe bei der Hotline der VKW an, vor 2 Jahren. Manche werden sich vielleicht erinnern können, Raststation Hörbrands. Läuft nicht so für uns. Flotte Ladestation mit unserer Smartrix-Karte nicht möglich. Wir stecken. Danke, ciao. Die Manuela. Habe jetzt bei der Kundennummer angerufen. Ladestationsnummer durchgeben, freigeschalten. Wir laden, Leute. For free. Und jetzt waren es wieder die magischen Finger von Manuela. Dankeschön. Wir laden. Dass ich mir andauernd Gedanken über meine Reichweite und Ladestopps machen muss, stresst mich mittlerweile sehr.
Doch die Lustenauer Firma Obris Powertrain will genau das mit ihrer Technologie ändern. Thorsten Rixmann zeigt mir, wie die Vorarlberger einen Tesla mit Verbrennungsmotor gebaut haben. Von außen sehen diese zwei Autos fast ident aus. Der große Unterschied liegt unter der Motorhaube versteckt. Hier haben wir, das sieht man jetzt vom Unterschied sehr gut, wir haben die Klimaanlage, die beim Tesla etwas weiter zurückgesetzt ist, hier nach vorne genommen, aus Platzgründen heraus, und haben dahinter diesen Zero Vibration Generator, wie wir es nennen, also einen Zweizylinder-Verbrenner, der einen Generator antreibt, wie gesagt, nicht mit der Antriebsachse verbunden ist und nur Strom erzeugt. Das unterscheidet die Erfindung von Hybridautos. Aber das heißt, diesen Verbrennungsmotor muss ich ja betanken? Exakt, diesen Verbrennungsmotor muss ich betanken, der wird jetzt zurzeit mit Benzin betrieben. Ja. Das erfährt, das können wir auch gerne hinten anschauen, dass eben auch zu dem Elektroeingang noch einen Benzineingang. Also der einzige Tesla wahrscheinlich mit dem Tankdeckel, mit dem klassischen. Bis zur Zeit, ja. Zurzeit schon, denke ich ja. Der umgebaute Tesla hat außerdem eine kleinere Batterie als das Original. Ein 30 Liter Benzintank versorgt den Generator, der die Batterie während der Fahrt lädt. Warum habt ihr in einen Tesla einen Verbrennungsmotor eingebaut? Wir wollen damit zeigen, dass wir eine Mobilität, eine Elektromobilität schaffen können, die weltweit funktioniert, also global. Für Länder wie Afrika, vielleicht auch für Länder wie Indien, wo es keine Elektroinfrastruktur geben wird, wohl die nächsten 50, 60 Jahre. Dafür ist das entwickelt worden. Was sagt Tesla dazu, dass ihr einen Verbrennungsmotor in ihr Fahrzeug eingebaut habt? Bis jetzt haben wir von Tesla weder ein positives noch ein negatives Feedback bekommen. Sie werden es verfolgen, davon gehe ich aus, aber bis dato herrscht Ruhe. Jetzt will ich's aber wissen. Projektmanager Dorian Wolf zeigt mir bei einer Spritztour aufs Bödele, wie diese neue Antriebsart funktioniert. Aus 500 Kilometer Maximalreichweite soll der benzinbetriebene Generator bis zu 1500 Kilometer machen. Das Reichweitenproblem hätte sich damit für mich weitestgehend erledigt. Dorian, ab wann schaltet sie jetzt der Verbrennungsmotor dazu? Also wenn der Batterieladezustand unter 80% fällt und wir über 65 fahren, springt der Generator an. Und du hast gemerkt? Na? Man sieht jetzt da, der Motor rennt. Und man spürt es kaum, man hört es kaum. Was darf oder soll jetzt ein Auto mit eurem Antriebsstrang kosten? Das Fahrzeug soll maximal 20.000, 21.000 Euro kosten in einer Serienfertigung. Ziel ist natürlich, ein Fahrzeug herzustellen, das für den Massenmarkt leistbar ist oder für das Massenpublikum leistbar ist. Das ist ganz entscheidend, weil wenn ein Auto heute über 30.000, 40.000 Euro kostet, dann schneiden wir schon mal viele Menschen ab, die sich das Auto nicht leisten können, wenn wir auch wieder an den globalen Markt denken. Es muss natürlich in eine Serienfertigung gehen, das ist ganz entscheidend und wir reden davon ab 250.000 Stück circa. Die kleinere Batterie soll das Auto am Ende auch deutlich günstiger machen. Nur bisher hat noch kein Autobauer die Obris-Technologie in serienmäßige Elektroautos eingebaut. Mehr Reichweite, Laden geht super schnell und das Auto ist günstiger. Das klingt nach einem sehr spannenden Konzept, was Obris dahingestellt hat. Bleibt nur die Frage, ob und wann der erste Hersteller auf diesen Antriebsstrang zurückgreift. In Zukunft planen die Vorarlberger, dass statt Benzin sogenannter synthetischer Kraftstoff den Generator antreiben soll. Dann wäre das Auto von Obris sogar komplett CO2-neutral. Wie dieser synthetische Kraftstoff aussieht und wie er hergestellt werden kann, das zeige ich Ihnen morgen in der letzten Folge meiner Reise elektrisch durch Österreich.